Hi Freunde, und es freut mich sehr, euch herzlich willkommen zu heißen zu diesem ersten Video mit einer ordentlichen Kamera. In diesem Video stelle ich euch meine Top 11 2020 vor, und zwar nicht die 11, die am besten gespielt hat, sondern die 11, die sich am besten weiterentwickelt haben. Da ist im Tor ein Spieler mit gehobenem Alter, aber ansonsten hauptsächlich Talente, und zwar auch andere Spieler in der Bundesliga, internationale Spieler und Spieler, die vielleicht der ein oder andere gar nicht kennt, aber einfach Spieler, die dieses Jahr besonders auf sich aufmerksam gemacht haben. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Let's go! Und der erste Spieler im Tor ist schon auch der einzigste Spieler, der wirklich ein gehobenes Alter hat, und zwar Manuel Neuer. Für Manuel Neuer habe ich mich entschieden. Es gab zwar auch andere Torwartüberraschungen, aber für mich ist Manuel Neuer dieses Jahr die Torwartüberraschung. Er hat mit dem FC Bayern das Triple gewonnen. Und ich glaube, ohne ihn hätte der FC Bayern niemals das Triple gewonnen und auch mindestens 5 Punkte weniger in der aktuellen Ligasaison. Da war er auch schon absolut wichtig. Die letzten Jahre dachte ich eigentlich, dass es mit ihm wirklich zu Ende geht und der FC Bayern sogar einen anderen Keeper braucht. Das dachte ich zum Beispiel 2018-19. Da habe ich mich aber gewaltig getäuscht, denn nachdem er ja ein Jahr verletzt war, hat er sich wirklich zurückgekämpft und zeigt jetzt auch tolle Leistungen. Ich kenne auch Leute, die sagen, er ist overrated, weil er bei einigen Aktionen im letzten Jahr eigentlich nur abgeschossen wurde, aber darüber habe ich ein bisschen nachgedacht. Das bedeutet ja dann eigentlich, dass er auch ein gutes Stellungsspiel hatte. Ja, und von dem her ist für mich im Tor Manuel Neuer ganz klar gesetzt. Der erste Innenverteidiger ist der 21 Jahre alte Edmund Tapsoba. Und das ist er für mich ganz klar, denn er kam von einem kleinen portugiesischen Club zu einem großen Club der 5 Top-Ligen. Da kommt er qualitativ in eine viel hochwertigere Gegend und konnte sich trotz seines jungen Alters sehr schnell in die Mannschaft integrieren und überzeugte mit einem guten Passspiel. Und er hatte eine hohe Passquote von über 90%, und das nicht, indem er wie sein Nebenmann Jonathan Tah diese erzielte, indem er viele Rückpässe zum Torhüter machte, sondern auch mit wichtigen Bällen ins Mittelfeld. Und darum ist er für mich absolut stark und wichtig für Leverkusen. Hat außerdem ein gutes Stellungsspiel, ein gutes Zweikampfverhalten. Und das, obwohl er wirklich von der Liga NOSCH kam und dort von einem kleinen Club, absolute Überraschung. Ihr könntet sagen, dass es jetzt meine Fanbrille ist, aber meiner Meinung nach hat er einfach wirklich sehr gut gespielt. Der nächste Spieler ist Pau Torres. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber Pau Torres spielt beim FC Villarreal, ist noch relativ jung und hat sich nach Transfermarkt.de im Marktwert deutlich gesteigert, und darum ist er für mich ganz klar in der Weiterentwicklungs-11 gesetzt. Außerdem habe ich einfach keinen besseren Innenverteidiger gefunden, der in diese 11 passen würde. Der nächste Spieler, da kann ich nicht drum rumkommen, ist Alphonso Davies. Alphonso Davies wurde erst in der Offensive in der MLS eingesetzt, dann wurde er zum Defensiv-Linksverteidiger beim FC Bayern München, hatte in der Hinrunde noch nicht so viele Einsätze, aber gerade 2020 im Frühling explodierte er so richtig, wurde zu dem besten Linksverteidiger der Welt gezählt, und der sympathische Junge hatte tatsächlich ein Top-Speed von 36 km/h, was wirklich sehr beeindruckend ist. Ich finde ihn aber tatsächlich in manchen Punkten etwas overrated, zum Beispiel defensiv ist er teilweise wirklich nicht ganz so gut, da fehlt manchmal das Timing. Das hat man zum Beispiel im Pokalfinale gegen Moussa Diaby gesehen, und ja, aber trotzdem, das kann er natürlich noch lernen. Was er auch noch lernen kann, ist, dass er in der Offensive ein bisschen weniger schüchtern ist. Aber trotzdem gehört er in diese 11 auf jeden Fall rein. Rechtsverteidiger ist für mich Pavard. Pavard ist deutlich defensiver wie Alphonso Davies. Und ich dachte, er wird die Enttäuschung der Saison beim FC Bayern. Denn ich dachte, der FC Bayern hat ihn nur geholt, weil er mit Frankreich Weltmeister geworden ist. Was er ja eigentlich nur seinen Mitspielern zu verdanken hatte. Und beim VfB Stuttgart hat er mir auch nicht so sehr gefallen. Darum war ich mir sicher, er wird die Enttäuschung beim FC Bayern dieses Jahr. Komplette Fehlanzeige. Er spielt langfristig defensiv top, offensiv kann er auch ein bisschen was. Und defensiv ist er wirklich wichtig für den FC Bayern. Auch in der aktuellen Zeit ist er einer der wenigen Spieler, die auf Normalform bleiben. Und ist darum für mich 2020 die Rechtsverteidiger-Überraschung, auch weil mir keiner besser eingefallen ist. Für mich ganz klar
Benjamin Pavard. Wir spielen im 4-3-3 mit einem etwas offensiveren linken Achter und einem etwas defensiveren rechten Achter. Und der etwas offensivere linke Achter ist für mich ganz klar Dominik Szoboszlai von RB Salzburg. Er ist nun zu RB Leipzig gewechselt und ich glaube, RB Leipzig wird unglaublich viel Spaß mit ihm haben. Dass Transfermarkt.de solange jemand nur einen Marktwert von 25 Millionen Euro gegeben hat, ist für mich ein Verbrechen. Ich weiß nicht genau, wie das geht, ob das die Community gewählt hat, dann ist die Community ein Verbrechen. Für mich ist er ganz klein Spieler mit Marktwert 50 Millionen. Das liegt vermutlich auch an der Liga, in der er gespielt hat. Aber reden wir mal über sein Spiel. Im letzten Jahr hat er mich total überrascht. Ich kannte ihn zuvor nicht, aber er hat in 40 Spielen 17 Tore und 24 Vorlagen, also 41 Scorerpunkte in 40 Spielen erzielt und ist dadurch erstens sehr mannschaftsdienlich, aber zweitens gefällt mir sehr seine Spielweise. Hat eine absolut saubere Technik. In seinem Spiel baut er mehrere Zidane-Wenden aus. Das begeistert die jungen Leute und ist schön anzusehen. Außerdem die Art, die Tore zu erzielen. Er ist ein unglaublich starker Freistoßschütze. Fast jeder Freistoß geht knapp am Kreuzeck vorbei oder ins Kreuzeck. Er hat auch schon aus vielen, vielen Metern ein Hammer-Freistoßtor ins Kreuzeck erzielt. Und er hat wirklich da sehr viel Gefühl in seinem Fuß. Ich weiß leider nicht mehr, ob er Rechtsfuß oder Linksfuß ist. Aber es ist wirklich unglaublich, was der Mann drauf hat. Ich glaube, die Bundesliga und vor allem RB Leipzig wird viel Spaß mit ihm haben. Darum ist ganz klar Dominik Szoboszlai für mich hier gesetzt. Und ich finde es sehr, sehr, sehr traurig, dass Leverkusen ihn sich nicht geangelt hat. Und dass es nicht mal mehr das Gerücht darum gab, dass Leverkusen Dominik Szoboszlai nimmt. Denn er hätte sicher auch Leverkusen weitergeholfen und begeistert. Der nächste Spieler ist der defensive Mittelfeldspieler und da war es doch nicht so klar, wen ich nehme, habe ich mich dann aber letztendlich für Bukayo Saka entschieden, denn Bukayo Saka ist nur 19 Jahre alt, hat aber wieder nach Transfermarkt.de seinen Marktwert verdoppelt und hatte wirklich beim FC Arsenal sehr, sehr starke Leistungen und ist auch flexibel auf 7 unterschiedlichen Positionen einsetzbar. Darum habe ich mich gerade mal für ihn entschieden, auch wenn es da auch andere Kandidaten gegeben hätte als Bukayo Saka. Und der etwas defensivere rechte Achter ist Marcus Llorente. Ist schon in einem mittleren Alter, hat aber seinen Marktwert von 20 Millionen auf 45 Millionen Euro gesteigert und wird mit vielen Scorepunkten immer wichtiger für Atletico Madrid. Darum habe ich mich für ihn entschieden. Er ist auch flexibel, ist auf vielen Positionen einsetzbar, macht hauptsächlich defensives Mittelfeld, aber spielt immer mehr rechts und ist deutlich rechter. Darum ja, habe ich ihn jetzt auf diese Position hier gesetzt. Es war auch ein bisschen eine knappe Angelegenheit, auch ja, aber naja. Links außen ist für mich ganz klar Ansu Fati. Ansu Fati hat den Jahrgang 2002, ist damit auch noch sehr jung. Und hat es ist ja deutlich auf sich aufmerksam gemacht, viele Leute stark beeindruckt, wie er in seinen jungen Jahren selbstbewusst auftritt, wichtig für die Offensive des FC Barcelonas und auch dieses Jahr war er schon sehr gut in 596 gespielten Minuten und 10 Einsätzen hatte er 9 Scorerpunkte, sehr stark, darum ist er hier mein Linksaußen. Rechtsaußen ist Mason Greenwood von Man United. Er hat zwar jetzt nicht so super viele Scorepunkte, aber für mich einen schönen Spielstil und steigerte seinen Marktwert von 20 auf 50 Millionen und das in erst 19 Jahren ist wirklich beeindruckend und hat mir gefallen. Darum ist er, auch wenn es auch ein bisschen knapp war, mein Rechtsaußen. Das sind auch Systemgründe. Ich habe zum Beispiel überlegt, einen Robert Lewandowski zu nehmen, aber in diesem System kann man nicht mit 2 Mittelstürmern spielen, das würde nicht zum System passen, darum habe ich Robert Lewandowski nicht genommen, was auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun hatte, auch wenn er mich wirklich auch absolut überrascht hat, dass er in diesem Alter nochmal so stark spielt, das Dribble gewinnt und weit mehr als ein Tor pro Spiel erzielt, ist unglaublich. Aber jetzt kommen wir für mich zum Gewinner des Jahres und das ist der Mittelstürmer. Erling Haaland ist für mich der Gewinner des Jahres, glasklar. Auch wenn ich
bei ihm gedacht, dass ich mir das vorstellen kann, denn er war ja auch bei RB Salzburg sehr, sehr stark. Da habe ich ihn auch schon ein bisschen verfolgt. Aber als er dann gewechselt ist, dachte ich, wo nur 20 Millionen in 2 Jahren kostet er 60 Millionen. Auch da hat er mich ein bisschen überrascht. In den ersten 4 Spielen erzielte er 7 Tore oder 8 Tore. 8 Tore in 4 Spielen waren es. Unglaublich stark. Dann pendelt er sich ein bisschen ein, aber hat jetzt insgesamt in 32 Spielen für den BVB 33 Tore. Am Anfang, als er seinen Mega-Hype hatte, dachte ich, dass das nicht konstant bleibt. Aber jetzt ist es schon seit einem Jahr sehr konstant geblieben. Und 33 Tore in 32 Spielen in einem Jahr für den BVB ist eine Wahnsinnsstatistik. In 32 Pflichtspielen mehr als ein Tor pro Spiel zu erzielen. Und das auch auf die Art, die er macht. Seine Stärken sind seine unglaubliche Physis, erstens. Zweitens, und auch sein Charakter vor allem. Zweitens ist sein Tempo, wie er mit Speed in dem richtigen Moment auf die ersten Meter schnell ist und mit großen Schritten und einem wuchtigen Körper am Verteidiger vorbeikommt und dann noch, während er diesen Topspeed abspult, mit Ball kann er das auch noch einen unglaublichen Abschluss hinbekommt, und das in dem Alter ist unglaublich stark. Die einzigen Sachen, wo er sich vielleicht verbessern könnte, wären sein Kopfball, aber ansonsten ist er eine Maschine, denn wegen seiner Größe finde ich, dass sein Kopfballspiel nicht so stark ist, aber ansonsten ist er eine absolute Maschine, wie er mit Wucht und Tempo in die Strafräume und in die Räume zieht. Absoluter Wahnsinn und für mich der Gewinner des Jahres. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt ganz gerne eure Top 11 unten in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr mich hier abonnieren. Und hier ist noch ein anderes Video von mir. Und dort oben findet ihr eine Playlist mit meinen Freitagstalks. Und ich kann es euch nicht versprechen, aber vielleicht kommt morgen auch ein Freitagstalk. Dann sehen wir uns da. Außerdem wünsche ich euch ein schönes, frohes Fest und schöne Weihnachten. Bis dahin, haut rein und ciao!